So, in der letzten Folge haben wir uns die Festung zurückgeholt, ja? Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir bitte ein Like oder einen Kommentar. Hilft sehr, wenn man auf YouTube nach diesen Videos sucht, dass sie auch gefunden werden. So, zum Oberherrn befördern. Welcher könnte mal Oberherr sein? Ich glaube der hier, weil der ist mir nicht so wichtig. Ich kann das ja ändern, oder? Wobei, komm, mach den hier, der ist krass. Oder? Nee, der ist nicht krass. Der hier, 24. Der ist krass. Du wirst der Oberherr. So. Häuptlinge wurden befördert. Nice, nice. So. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Kurz. Achso, ich wollte Fähigkeiten hier checken. Charakter. So. Du kannst eine Hinrichtung oder ein Heulen zum Herbeirufen zusätzlicher Karagor sogar dann ausführen. Nee. Das Verschlingen von Feinden aus dem Schleichen heraus stellt mehr Gesundheit deines Karagors wieder her. Ich will eigentlich nicht. Friere deine Feinde ein. B drücken, lass dann mit X ein Klingenhagel auf sie los. Ich will die eigentlich. Okay. Ja, okay. Probieren wir mal aus, wa? Ach so, B, wenn man B einmal drückt. Okay. Dann wollen wir hier mal gucken. Legendär, legendär. Achso, das ist nur episch, okay. Nur und nur, aber. Du checkst, was ich meine, du weißt. So. Wie sieht's hier jetzt aus? Drücke. Öffne Aufträge, um ein Ziel auszuwählen. Alles klar, ich kann auch einfach auf der Karte bleiben. Und gucken, was es hier für Ziele gibt. So. Was haben wir dann hier? Wegpunkt festlegen. Kampfgruben. Entsende deine Gefolgsmann in die Kampfgruben, damit dort Einfluss und Ruhm erntet. Falls er überlebt. Nö. Hier ist ein neuer Auftrag für mich. Wegpunkt Scheint so, festlegen. als ob Redback uns braucht. Hör ihn an, aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Genau. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt Schnellreise nach hier. So. Oh, das sieht schon geil aus, einfach. So. Kann ich mir gleich mal die Info getten. So, der hat keine Untertanen hier. Okay. Was ist denn hier? Alter, die Waffe sieht mies aus. Todkrank. Kann durch Gift getötet werden. Naja, ne? Na komm, scheiß drauf. Ah, okay. Wie kann ich den denn jetzt hier beherrschen? Lol, okay, nice. Brittner Kampf. Drücke X, um anzugreifen und Macht zu erhalten. Drücke RT und X, um einen niedergeschlagenen Feind zu verschlingen. Wenn deine Macht voll ist, drücke YB, um einen Gegner hinzurichten, oder XA, um sich Karagol kann klettern, sogar schleichen. Halte RT gedrückt, um zu schleichen.
Drücke RT und X für eine Schleichtötung. Das ist Schleichen. Okay. Juwel aufsammeln. Cool, das kann man sogar vom Karagor aus machen. Alles klar, okay. So. Starten. Redback will sich mit dir treffen. Das kann ja nur gut ausgehen. Talion! Redback braucht deine Hilfe! Waldläufer ist verschwunden! Wie verliert man einen Olag? Er wurde entführt! Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf! Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben! Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schreckfressenden Grabwandler! Lass das. Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden. Werten Sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Waldläufer. Yeah. Okay. Wer hätte gedacht, wenn es dann sein muss. Zusammen, wie in alten Zeiten. Ruhe, du verrätst uns noch. Für alle... Wie in alten Zeiten. Für alle, die das den ersten Teil nicht gespielt haben oder nicht gesehen haben. Redback, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät. Minas Ithils Bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen Bibliotheken von Minas Tirith, aber dennoch sind sie die größte Wissenssammlung weit und breit. Als Mädchen faszinierte mich die hier vereinte Weisheit von Geschichten über Gedichte bis hin zu Kochbüchern aus vergangenen Tagen. Diese hier, Kochbücher. Geschichten aus dem fernsten Umbar, war eines meiner Lieblingsbücher. Erzählungen von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Korsaren sind sicher weniger edelmütig, als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. So, jetzt, wo die fertig ist, als ich Waldläufer Redbag, dachte ich, ich würde die ganze Welt sehen. Es ist doch überall das Gleiche. Die Ehrgeizigen kämpfen gegen die Trägen. Redback war ein Charakter aus dem vorherigen Spiel. Wie auch manche von den Orks, die hier als Kapitäne sind. Das sind welche, die im vorherigen Spiel mich auch angegriffen haben. So wie ich es verstanden habe zumindest. Ich erinnere mich jetzt nicht genau, ob die echt ganz genauso sind oder nicht, aber... Die haben schon verblüffende Ähnlichkeit, zumindest. Teilweise. Ich meine auch, dass ich welche wiedererkenne. Aber ich, wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher. So. Dann wollen wir doch mal gucken hier. Da ist er ja. Der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig! Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze! Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter! Beenden wir's! Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei draufgeht, umso besser. Doch falls nicht, tür, dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Mhm.
Das ist doch... Oh. Okay, was ist das? What the fuck? Na gut, dann halt nicht. So, warte, lass mich mal eben hier zu so einem Karagor hinkommen. Und dann machen wir den platt. So, dann kann ich mich an euch wieder aufladen. Wenn es dann recht ist. Zack, 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 zack. Ich muss mal rausfinden, warum da immer einer explodiert hier. Oh, da sind ja Pfeile. Gib mir die mal kurz. So. Oh, der lebt noch. Der lebt immer noch. Komm schon. Zack. Guck, der explodiert jetzt, oder? Ah ne, der lebt ja noch. Explodiert er jetzt? Ich verstehe nicht, wieso manche Körper explodieren und manche nicht. Und jetzt? Besiege die Angreifer. Hallo. Das ist doch... Hallo. Bruce! Komm zurück, du mieser Haufen Schrack! Er ist fort. Ach, da hat sich was... Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für alle Mal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mord aus, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Deal. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachfolgen. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Ich weiß nicht, Bro. Aber die Sache ist... Ich hab ja hier quasi... Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Ich hab ja hier quasi vor, so eine Art Endlos-Serie draus zu machen, ja. Drücke bei voller Macht A und B, um einen Feind im Kampf schnell aufzuzehren. A und... Achso, okay. Ja, komm, holen wir uns das mal. Quasi dann die ganze Zeit hier meine Armee weiterzubauen und sowas. Also nicht endlos, aber mehr als nur die Story spielen sozusagen. Und deshalb hoffe ich doch, dass sich andere gegen mich aufbäumen werden. Ich will das geradezu, dass sich andere gegen mich aufbäumen. So. Wo ist jetzt die nächste Redback-Mission hier? Bruce-Aufträge. Der vergiftete Weg.
gesperrt. Du musst 3 Hauptmänner deines Gefolges in Kiris Ungol ohne Spione haben, um mit diesem Auftrag zu beginnen. Machen wir doch eine Schnellreise dahin. Also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich erklärt war, aber ich will halt dieses ganze Armeebauen Feature aus dem Spiel nehmen und will daraus sozusagen eine Videoserie machen. Und ja, ich glaube, dass das viel Spaß wird, weil dieses ganze Nemesis-System und dass dann halt wieder welche zum Leben erweckt werden, die ich getötet habe und sowas, die mich dann jagen und so. Ich glaube, das wird cool. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir haben hier überhaupt niemanden. Das ist scheiße. Und für die Mission Blutsport. Nee. Bruce-Aufträge. Hierfür müssen wir 3 Hauptmänner in Kirith Ungol haben. Okay. Ich bin Stufe 26. Der hier war wohl ganz cool. Würde ich sagen, snacken wir uns den mal ab. So. Hier diese ganzen Menüs, ey. So, kann ich hier irgendwo in die Nähe porten von dem... ja gut, das lohnt sich nicht. Dann rennen wir halt hin. Hallo. Da ist Info, die hole ich mir gleich noch. Na ja. Ah, hier. Furcht vor Feuer. Kann nachteilig sein. Ich grab hier nochmal ein paar Informationen von ein paar Hauptmännern hier ab. Der hat gar keine Schwächen außer eine. Er leidet Schaden. Den muss ich auf jeden Fall holen. Das kann ich mir merken. So. Oh. Kurz durchlassen. Ja. Holen wir uns den noch dazu. Unbeholfen. Furcht vor Morgelfliegen. Furcht vor Flüchen. Nee. Den werde ich einfach töten. So. Dann würde ich sagen, rennen wir mal rüber. Komme ich hier hoch? Ja. Zack. Ah, das ist diese Map, wo die ganzen Wände nach oben sind. Das ist ein bisschen ätzend, aber okay. Muss man wohl mit leben jetzt. Dann gehen wir mal rüber. Ey, guck mal, Info. Hallo. Das wollte ich gar nicht. So. Genau, auf die Knie, Junge. Was haben wir hier? Furcht vor Festnageln. Der könnte auch interessant sein. Wir haben jetzt 2 interessante schon hier. So. So, locke Kuga Graugfänger vor, indem du seine Jäger tötest. Machen wir doch. Und jetzt machen wir doch klar. Endet die Jagd. Jupp. Sie endet. Töte 10 Jäger. Ich meine, wenn ich... Wie sieht der denn aus? So, wenn ich eh da durch muss, kann ich ja auch... Wie heißt der? Grund der Reimer. Oh, den will ich treffen. Der reimt mich bestimmt direkt an. So, kann ich mich hier jetzt heiden? Aua, okay, er hat mich gesehen. Uppi. Okay, Moment, einen Moment, einen Moment. Die Jäger
Zack. Da ist ja noch ein Jäger hier. Wer zündet das Leuchtfeuer an? Moment, Moment, Moment. Okay, Leuchtfeuer. Dann... keine Elfenpfeile mehr. Oh. Zack. Und bam, Junge. Okay, Moment. Ups. Warum? Geh mal aus dem Weg hier. Zack, durch den Kopf, Junge. Ich hasse Jäger so doll, ey. Da kommt er. Diese Jäger verpassen die beste Jagd aller Zeiten. Und das Festmahl, das folgt. Kuga. Yeah. Boah, da hat er auch keine Schwächen. Er leitet Schaden durch... aber die Fresse von dem gibt ja mal die Nase. Okay. Ups. Moment. Lass mich kurz euch aufzehren hier. So. Oh, alles klar. Zack, Junge. Kriegst du direkt Schaden. Ich will es fühlen. Dann fühle es. Beuge dich. Haha. Beuge dich, Junge. Rekrutieren. Ja. Ich diene nur dir. Zieh dich zurück. Sehr gut. Er dient jetzt nur mir. So. Nächster. Wirst... welcher war denn das? Der hier? Welcher war denn... der hatte keine furchtbar Festnageln. Der war gut. War der auch gut? Ups. Den habe ich schon, ne? Ja, das war der hier, den ich wollte. Na, so der Spieler. Er leidet Schaden durch Fangerer. So. Oh, es wurde gerade erst lustig. Nee, 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 nee. Brande den, brande den, brande den. Nice. Ich vergesse hier mal die Zeit. Oh, ho, 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 ho. Ah, ich vergesse hier immer die Zeit, wenn ich hier spiele. So, wir sind schon wieder bei 23 Minuten angekommen. Ich renne jetzt noch darüber. Oh. Da renne ich noch hin, schnell. So. Okay, dann renne ich halt auf den Boden. Karagor beschwören könnte doch was wert sein. So, da ist er. Nazu. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und holen uns hier Nazu, den Spieler, ab.